Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir müssen irgendwas finden, irgendeinen anderen Heiler. Und wir sind fast in der Nähe davon. Wir sind letztes Mal in diesen Canyon reingeschlittert. Und ja, hier sind einige Spuren. Und wir dürfen nicht unbedingt in den grünen Nebel, weil der sehr giftig für uns ist, leider. Das ist dieser Jeba, kann ich nicht aussprechen. Aber trotzdem sehr giftig. Was ist denn das für eine goldene Spur? Ah, der Geruch von einem Kametire. Also von dem Typen, den wir suchen. Oder zumindest einen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Zumindest eine Person von dem Stamm der Kametire. Der heißt hier irgendwie irgendwas mit S. Selous, Solis. Irgendwie so. Gehen wir jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Dann werden wir, glaube ich, rausfinden. Oh je, mitten durch den Nebel. Mal die Zeit nutzen, wo wir. Wie? Immer aufpassen. Mal die Zeit nutzen, wo wir nicht im Nebel sind, um wieder aufzuheilen, ohne ein Health-Item zu verwenden. Ein Glück halten wir es aber zumindest ein bisschen aus. Und da sind so Ameisenhügel. Die müssen ja, glaube ich, auch abernten. Ich weiß zwar nicht wie, nur ob die das so mögen. Mögt ihr das? Mögt ihr nicht? Hm. Ist sehr seltsam, dass sie das nicht mögen. Die mögen das auch nicht. Na komm, ihr müsst doch irgendwas für mich zum Looten haben. Nö. Dann habe ich die Situation hier falsch eingeschätzt. Hier ist so eine kleine Höhle, ein kleines Navi-Camp. Habt ihr irgendwie cooles Zeug für mich? Ich habe gern cooles Zeug um mich. Eine Spineberry Fruit. Im Korb war sie sogar exquisit. Die, die wir gefunden haben, war nur in Ordnung. Ah, da geht der Scent weiter, der Geruch, wenn ich das richtig sehe. Was sind das da für Teile? There's a whole lot of Ithorn. It really doesn't look right. Sheol must have been here. I think so. I'm picking up Kametire scent. Ja. Dem folgen wir ja schon eine Weile. Und was ist eigentlich Ithorn? What do you think Sheol's doing out here? Trying to fix his client's problems. Like us. How's everyone back at HQ? They're hanging on. Alma's not doing so well. Oh je, dann wird's aber Zeit für einen Heiler. Dann höre ich mal auf, hier Mist zu bauen. Lauf direkt durch einen giftigen Nebel und versuch unseren potenziellen Heiler zu finden. Oh, wir müssen da hoch. Komm schon, raus aus dem Nebel. Ich glaube, ich muss gleich ein Health-Item nehmen. Ja. Ja. Das war Zeit für eins. Und hoch hier. Na, ein Glück ist der Nebel jetzt nicht mehr hier. Okay, da müssen wir hoch. Innerhalb des Stamms können wir auch klettern. Je nachdem. Ja, das hat geklappt. Doch gar nicht so schlecht. Und dann wieder durchs Giftgas. Oh, da ist eine Belzbrick. Komme ich an die irgendwie dran? Ohne mich zu vergiften? Sieht gerade nicht so aus. Ich glaube, ich bräuchte da Doppelsprung oder Dreifachsprung. War das nicht die Installation, die wir letztes Mal gesehen haben? Keine Ahnung. Aber anscheinend. It's quiet. No RDA around. Only one way to find out. Sein Geruch ist zumindest da drin. Könnte natürlich sein, dass wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Hier ist Kametire. Maybe he's desperate. No real Nazi would surround themselves in metal. This doesn't make sense. Vielleicht ist es ja ein Mensch.
Ich habe keine Ahnung. Mal lieber den Bogen gezückt halten. Und schön, dass die Beleuchtung funktioniert. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Muss ich hier rein? Zumindest zum Looten. Spare Parts. Zwei Minen sind gesichert. Okay. Zumindest habe ich hier keine zwei Optionen. Das ist dann doch relativ eindeutig, dass wir hier lang müssen. Hey! Ich habe ihn gefunden. Das ist oh cool. Du solltest doch anders heißen. Okay. I know it looks bad, but I didn't collect this stuff. It's research to fix the Yava. My mentor, Ziul, he found most of it. I thought maybe I could continue his work. Now he's passed. Schön, ihn wiederzusehen. I'm sorry. I hoped he could help me. After Anufi seemed so afraid to see me. What? You spoke to Anufi? Ziul never believed it was her fault, you know. What happened to, my people? I mean, if he was right, then maybe Anufi will finally, I do not know, stop blaming herself. Teach people the old ways again, like me. Ziul kept coming here. He was so sure the Yava had secrets about the Sardentu. Expose the truth, he said. The truth? About what really happened to my clan? What Anufi did? Or didn't do. Ziul was trying to make something to protect us in Yava. But all his work is in there. I can't get in. And now, the Yava is in there too. Do you think, maybe, some of the Sky People stuff could help us get in? Ja, bestimmt. Sind zwar fiese Menschen, aber auch kluge Menschen. Wieso bist du so groß? Wieso bin ich so klein? Oh, ich bin ja größer als du. Ist das schön, oh cool, wiederzusehen. Ich fand, der war ein cooler Charakter. Cooler Charakter. Bin froh, dass er da ist. Hätte ich aber nicht erwartet. Das hat das Spiel zumindest gut gemacht. Glaube ich zumindest. War jetzt ja nicht wirklich der Twist. Das sah schon so aus, als ob es gehackt werden will. Oh nein, ein elektrischer Schaden wurde festgestellt. Was ist hier drin? Ich denke, ich kann die Yavah von hier klären. Dieser Generator ist verbunden mit dem Ventilationssystem. Aber es braucht neue elektrische Komponenten. Oh, well, you know, there are sky people near here. And you think if we're polite enough, they'll give us what we need? Huh? Maybe you can sneak in. Auch schleichen muss man nicht. It will show us all the Yava's secrets, I think. No, I know. Okay. Gas Extraction Plant Bravo. War man da nicht erst? Kann ich schnell reisen von hier? Ah, das ist die Installation bestimmt, die wir letztes Mal gesehen haben. Die Quest muss ich natürlich wieder tracken. Na komm schon. Sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir wohl eine Basis niederzureißen. Da freue ich mich schon. Oh, ist das ein süßes kleines Hütchen? Schade, dass das gerade nicht leuchtet. Da ist sie ja. Do you know where the RDA store electrical stuff? Planning a shopping trip, huh? I'd say aisle 12, but I'm guessing that joke would fall flat. Any generators are a good bet. RDA usually have them near underpass doors in their facilities. Thanks, Priya. Happy to help. Ja, ich nehme mal die szenische Route und ruf Hawk nicht. Wird ja wieder Luftabwehr, die mich aus der Luft abwehren würde. Ich glaube, so langsam können wir runterhüpfen. War, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch. Was meint ihr? Na gut, dann doch Hawk rufen. Ah. That's the RDA.
Das stimmt. Wir sind aber runtergekommen. Also die Taktik runterzuspringen war gar nicht so schlecht. Das ist aber eine riesige, riesige Festung. Ich vermisse Taylan. Normalerweise hat der uns ja durch so eine Basis durchgeführt. Wieso hat er uns nur verraten müssen? So, da kommen wir ja hoch. Das ist ja wunderbar. Das Problem ist, ich habe echt wenig Minen. Und wenig Material, um welche nachzucraften. Aber so viel Mech sind hier gar nicht. Das war letztes Mal schlimmer. Wir schauen mal, ob wir... Also, ich muss auf jeden Fall den guten Bogen wieder ausrüsten. Diesen, der Heavy Bow ist nicht so gut. Da macht der Short Bow tatsächlich mehr Schaden. Ja, der macht echt gut Schaden. Ich hätte aufs Feuer schießen sollen. Auf das Ding. Na, wir nutzen mal... Oh, da oben ist einer. Der darf nicht Hilfe rufen. Komm schon, Sturmgewehr. Ja. Schnell hier durch. Oh, da hinten ruft gleich noch jemand Alarm. Das dürfen wir nicht zulassen. Der hat sogar einen Raketenwerfer gehabt. Was hat der damit vorgehabt? Okay, das lief bis jetzt ganz gut. Da oben ist ein Geschütz, aber nur für Luftabwehr. Aha, und was soll ich deiner Meinung nach hier machen? Hoffentlich hier. Vielleicht muss ich auch kurz das Ventil schließen. Ich weiß es nicht. Kann es auf jeden Fall rotieren lassen. Und raus aus dem Giftgas. Oh, ist es schön, wie das hochgeht. So, wir essen noch was. Kann nicht schaden. Die schön schmackhaften Militärrationen. Nächster Wegpunkt voraus. Und da hinten ist auch noch einer. Mal lieber nachcraften. Passt, passt. Sieht gut aus. So, wie kommen wir denn da rein? Oh, links ist ein Mech. Vor uns sind zwei Mechs. Beziehungsweise nur ein aktiver. Na komm schon. Einmal sabotieren. Und dann müssen wir da hinten ran. Irgendwer lacht so dämlich. So, der ist down. Er ist down. Oh, da ist so ein mieses Geschütz, glaube ich. Komm schon, geh doch einfach hoch. Mist. Sehr schöner Bogen. Ja, ihr sollt gar nicht kämpfen. So, also die Basis läuft deutlich besser als das andere, was eigentlich eine niedrigere Kampfstufe vorausgesetzt hat. Das ist teilweise sehr interessant, wie das so läuft. So, einmal den Hebel nach unten. Und dann müssen wir noch da rein. Oh, mein Inventar ist voll. Komm schon, Kopf her.
Kopf her. Ja. Der Rufverstärkung. Keine Verstärkung rufen. Mist. Mist. Sehr schönes Sturmgewehr. Ist gut, dass wir das gefunden haben. Ich habe keine Hilfe mehr. Und der zieht mich hier ganz schön aus. Komm, das lief doch bis jetzt ganz gut. Der ruft auch um Hilfe. Nicht um Hilfe rufen. Nicht um Hilfe rufen, Mist. Verstärkung kommt an. Komm, nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Oh, komm, das war so schön knapp. So, nachcraften, bevor ich hier wieder die Mist komme. Bisschen Spare Parts haben wir zumindest. Hui. Was muss ich hier mit dem Generator machen? Einfach hacken oder? Einfach den Hebel drücken. Hoffentlich reicht das. Hui. Kloster Shipping Sektor Pipeline. Die ist direkt hier. Das kriegt man noch hin. Komm schon. Weg mit euch, RDA. Ja. Haben wir nicht mal gegen die Verstärkung kämpfen müssen. Ist das nicht toll? Ach, das ist schon befriedigend, so eine große Basis dann auszuschalten. War zwar nicht so actionreich, aber ist trotzdem ein großer Metallblock, der jetzt unbewohnbar ist für Menschen. Warum auch immer. Stun-Granaten. Bet there would have been more if I'd been quieter. Ja, das mussten wir nicht jedes Mal sagen. So. Die Stealth-Benefits sind mir egal. Ich gehe da ganz blazing rein. Eine Superior Shotgun und zwar eine gute. Ich glaube, da tue ich den Shortbow wieder raus und die Shotgun rein, würde ich sagen. Shotgun, Superior. Irgendwelche guten Modifikationen hat sie nicht. Dann equippen wir die anstelle des Kurzbogens. So, ich glaube, da ist mein Inventar voll. Das kann ich noch durchsuchen. Da ist Solek ja ganz heiß drauf auf die Daten. Nochmal Daten? Nö, nur eine Notiz. Und ein Chessguard Mod Superior. Ist das besser als das, was wir haben? Sieht danach aus. 28% Energie und 18% Wildlife Damage. 10% Weak Spot Damage. Oh, dann nehmen wir den mit mehr Energie. Kann nicht schaden. Und Schaden macht mal genug, würde ich sagen. Okay, wir müssen einfach zurück zu Ukul. Können wir auch schön schnell reisen dahin. Na, da kommen wir aber wieder ordentlich voran in der Episode hier. So, Haupteingang. Stimmt vor uns. Na komm. Hier immer die Dekontaminationseinrichtung, so wie es mir scheint. Hallo, cool. Did you get it? Did it go okay? Of course it did. You're here safe and sound. Das ist eine Schlussfolgerung. Nö, war in Ordnung. So, und was nun? Hallo? Eine Food Ration. Ich muss das nochmal machen. Mhm.
Ein Umweg nach rechts, um den Schlüssel da freizuschalten und einmal nach unten. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ah, okay, das gab eine Reihenfolge, in der ich das machen sollte. Das habe ich inzwischen kapiert. Ah, ich habe das Kabel fachmännisch geflickt. Jetzt können wir es hoffentlich machen. Das macht ein richtigeres Geräusch. So, wird das jetzt abgepumpt? Ich würde sagen, nein. Hä? Wo ist er hin? Anscheinend hier hin. Hallo. It isn't clearing it? Strange machines. How do they work? That was just the power. Oh, if you say so. Now what happens? It should power the ventilation. The ventilation? A peculiar sounding word. What is Ampel that? Mal nicht so rum. It will let the Yavet out. Just watch. I need to get the system started. Then it should work. Should. I enjoy your optimism. Dankeschön. Oh, nicht schon wieder ein Problem. Jetzt überhitzt was. Now what? There should be a control panel somewhere, right? Ja, ich sehe es da hinten. Wie soll ich da reinkommen? Ah. Na gut. Dann müssen wir das auch noch hacken. Die Zeit oben links läuft ab. Wir haben noch ungefähr 30 Sekunden. Ah, okay. I need to activate more vents, but yes, it should work. Do you mind? Until it's all gone. My lungs won't take another go in that yava. Na gut, dann ist der hier faul und wir müssen alle Ventilationseinrichtungen wieder frei hacken. Und ich schau wieder. Ach komm, wie komme ich jetzt da wieder hin? Eine Minute 46, um da durchzukommen. Aha. Na, die Tür ist zu. Und das Glas lässt mich nicht durch. Ach, ich mag das nicht. Wäre die Tür wenigstens offen. Vielleicht müssen wir über die andere Seite rein. Die Zeit läuft auf jeden Fall ab. Das war nicht der richtige Weg. Eine Minute 10 verbleiben. Komm schon. Beweg dich. Hui. Ah. Müssen wir sogar noch schwimmen, um da hinzukommen. Das war jetzt aber nicht so offensichtlich. 48 Sekunden haben wir. Es tutet schon. So, jetzt. Es hat doch geklappt irgendwie. Noch eins. Yay, Spare Parts. Kann nicht genug von den Dingern bekommen. Okay, das ist zu. Leute, das... Ah, da. Das ist nicht so spaßig, wie ihr denkt. An alle Ubisoft Game Designer. Aha. Eine Minute 54 und ich muss da rein. Das geht aber auch von oben. Hui. Ach komm.
das ist ätzend. Ist das ätzend? Und ich bin noch nicht mal im toxischen Nebel. Anstatt dass man das auch machen kann, vielleicht muss ich hier runter. Gibt da noch einen anderen Schacht hoch? Nö. Ah, müssen wir das überhaupt schaffen? Komm schon. Ah, die Tür geht zumindest auf. Bloß nicht ins elektrische Wasser springen. Aha. 54 Sekunden. Ach, bisschen elektrisches Wasser kann nicht schaden. Komm schon. So bin ich jetzt unterirdisch. Ah, das killt mich gerade. Hätte ich vielleicht davor den Strom wieder ausmachen sollen. Na gut, ich hoffe, wir müssen nicht alles nochmal machen. Das können sie mir eigentlich nicht antun. Na gut. Aber diesmal kennen wir ja zumindest den Weg. Es piepst ganz heftig. Ist ja gut. So, dann einmal hier durch. Und hier rum. Und jetzt einen besseren Weg hoffentlich finden. Ich glaube, die Tür war immer noch zu. Wir können es trotzdem nochmal probieren. Vielleicht ist die hier offen. Nö. Au. Au. Hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Vielleicht sollte man wirklich mal was essen. So, jetzt bin ich aber satt. Komm, ich bin doch nicht weit entfernt. Irgendwie nach oben. Dann müssen wir da drunter durchtauchen. Nee, das kann auch nicht sein. Hui. Nicht schon wieder. Aua, ich bin geschockt. Ich bin schockiert. Ah, müssen wir das erst reparieren? Das kann natürlich sein. Kann ich das kaputt machen? Okay. Kaputt machen ging. Jetzt kann ich unten durchschwimmen. Und tatsächlich wäre das der richtige Weg gewesen. So. Ein paar Sekunden haben wir ja noch. Und dann einfach einmal ganz außen rum. Ah, das Piepsen ist zwar unfreundlich, aber das schafft man doch locker. Und jetzt haben wir es locker geschafft. Vielleicht soll man nochmal oben durch, keine Ahnung. Vielleicht liegt hier ja noch was Schönes. Irgendwas Verstecktes, richtig Seltenes da zum Beispiel. Hier. Weiß nicht, warum das so kompliziert aussieht. Superior Assault Rifle. Ich glaube, unseres ist aber schon besser. Und zwar deutlich. Naja. Ich habe es trotzdem versucht, hier was Wertvolles mitzunehmen. Ich glaube aber, das hat jetzt gereicht an Hecken und... ich dachte, wir sind hierher gekommen. Hier. Hui. Oh, voll auf die Rübe. Na gut. Dann zurück zu Cool. Weil der ja so cool ist. Hallo? Muss hoffentlich hier mit dem Roten nicht noch was machen. Ah, da ist er ja. Hallo. Ah, noch ein Ventilation System. Man könnte meinen, drei hätten gereicht. Dann schauen wir mal. Da ist auch so ein Navi-Basket drin. Das sieht relativ dämlich aus.
Aber Gameplay-mäßig kann ich nicht behaupten, dass ich gerade den größten Spaß habe, den ich jemals in einem Spiel hatte. Nicht mal ansatzweise. Naja, gut. Einmal hier lang. Dann gehen wir halt doch noch den Weg etwas weiter. Muss ich wieder zurückschwimmen? Nicht in die andere Seite? Nö. Vielleicht müssen wir dann hier doch oben lang. Wer weiß das schon so genau bei dem komischen Spiel? Ich dachte, es wäre eine Sackgasse gewesen. Vielleicht in die Richtung? Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. So, das müssen wir auch einmal freischalten. Der Schlüssel ist da oben der Schlinge. So, ich fühle mich... Ah, ein Glück überhitzt es nicht mehr. Wunderbar. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Oh, einen guten Longbow bekommen. Looks like he mixed in this one. I think this had Spartan leaves. It really looks like it. Smells like it too. When they go bad, they have this kind of sour tang. Wenn du das sagst. Sag gar nicht, ich muss dir noch Kräuter suchen. So, ich muss mit dir reden. You know, I think he made a tea with it actually. Vielleicht ist er daran gestorben. This could really work. What's this? Tapcon 1? I don't know. Probably something Seul found. But this, the symbol. I suppose it's kinda pretty. There's a few of them around here. There are more. Tap all the way out here. It doesn't make sense. I need to find them. All and the other. But one second, wait for it. There we go. I did it. Just enough for one. You take it. You deserve to know what happened to your people. I hope this works. Ich glaube, das bringt mich um. You can enter the Avan now without harm. I bet my life on it. That tap symbol. Do you remember where you saw it? Yes, in the flatlands. A big rock with fallen trees twisted by metal wings. Good luck. I have every confidence in you. Danke schön. Aber auch nett, dass er sein Leben drauf verwettet, aber es eigentlich ja mein Leben ist, das ich riskiere. Na ja, gut, er hat sein Bestes gegeben. Wieder warten, bis wir virenfrei sind. Oh, Health-Item. Und wir haben Hunger. Da wollen wir mal was essen. So. Quest ist ausgewählt irgendwie. Also, nee, ich muss noch das hier verlassen. Dann aktualisiert sich das hoffentlich. Nur, Seul ist tot, aber ich habe einen Kommentar called Okul und sie haben mir geholfen. Anyway, I found a strange RDA logo at Seul's workshop. Tapcon 1? Do you know what that means? No, do you read? Yes. I'm here. Con 1. That's what I see. Ah! Oops. Oof. Sorry. Where were we? What? I don't understand. I see that name. It's dark, and then a light flashes across it. I never knew what it meant. None of this makes sense. It's so far from our school. I can't remember. I just know I was there. It was in a mountain, or... I don't know. This must mean something.
Somehow we're connected to this place. I'll call you back. Nein, das ist ruiniert. Mist. All right. So then. Yes. You need to find it. Okul told me where Seul used to find old RDA stuff. I'm going there now. Do you think it's TAPCON 1? I guess I'll find out. Ich dachte, die Basis haben wir gerade hochgejagt. Wieso ist die noch so schön aktiv? Ah, explodiert gerade vor unseren Augen. Hier ist trotzdem noch alles irgendwie polluted. Sie explodiert auch weiterhin. Ich glaube, das Spiel buggt ein bisschen. Raketenwerfer. Ich wünschte, wir könnten den dauerhaft irgendwie mitführen. Okay, also hier hat irgendwas definitiv nicht richtig geladen. Das ist nämlich eigentlich schon eine abgewämste Basis, ohne Feinde drin. Ist ganz interessant, dass das buggt. Na gut, wir gehen gleich zum Questpunkt. Ich dachte nur, ich gehe auf Loot-Container zu, wenn die hier schon so schön unbewacht sind. Gleich haben wir hier irgendwas noch. Ah, der Scanner will mich wieder verarschen. Von weit weg sehe ich die Kisten, jetzt sehe ich kaum noch welche. Da ist eine. Wenn jetzt da dran steht, Inventory full. Ja, was denn auch sonst? Na gut, wo ist denn das Questziel? Da hinten. Wegpunkt ist drauf. Können wir irgendwo schnell reisen? Ja, dahin. War man da nicht gerade? Ich glaube, da war man gerade. Oh, nicht schon wieder so ein Vieh. Lass mich in Ruhe. Weg, 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 weg. Komm schon, Hawk. Hawk. Nicht wegfliegen. Hawk? Hallo? Ah. Dachte, du hast dich gerade in Luft aufgelöst. Mir ein bisschen Sorgen gemacht, mein Freund. Ja. Wäre gut, wenn du dann nicht mehr von der Bildfläche verschwindest. Es explodiert immer noch. Interessant. Ist hier oben noch was Schönes drauf? Nö. Verlass mal diesen komisch geisterhaften Ort. So 4,0 Kilometer. Voraus. Ah, die Story fängt so langsam an, interessant zu werden. Zumindest finde ich, der Twist ist twistig. Wenn es einer ist. So, der kriegt ein bisschen Nektar zu fressen. Ja, das denke ich mal. Ich fütter den nicht wirklich gut. Nee, aber dass jetzt irgendwie Tab auch hier steht und das Alma so merkwürdig ist. Ein Glück, oder ein Pech. Mein Charakter scheint nicht mehr so besorgt zu sein um die Widerstandskämpfer. Weil es ging ja darum, Heiler zu finden. Und jetzt machen wir irgendwie anderes Zeug. Wir hätten ja wenigstens so cool fragen können, ob der die unsere Leute heilt. Sei es drum, sei es drum. Die müssen ja schon irgendwie selber klarkommen. Da sind drei RDA-Helikopter. Die gerade Synchronfliegen machen, mehr oder weniger. Ja, also zumindest abstürzen, üben oder so. Was denn los, Hawk? Was für ein schöner Wasserfall. Irgendwas Interessantes ist anscheinend wieder hinter uns. Ah, der Questmarker ist vor uns und der Wegpunkt. Sind das hier rote Pflanzen oder Fässer oder... Sieht nach Pflanzen aus. Jetzt leuchten die auch nicht mehr so intensiv. Vielleicht sollte ich mal mein Spiel neu starten. Geb mal ihm eine zweite Chance, irgendwie sich nochmal einzukriegen. So, ich werde hier landen, um meine Hilfe auszufüllen. Wenn die mich so schon so schön anleuchten. Ich höre irgendwas neben mir.
Ich sehe aber nichts neben mir. Ah, doch. Er mit dem kostenlosen Zeug. Sarentu, you should take some time to go see your clan's totem. It is close by. Krieg ich noch was? Ja, gut. Da gehen wir aber nicht hin. So langsam will ich wissen, wie die Story hier weitergeht. Ich glaube, hier wäre es besser, rechts um den Felsen rumzugehen. Och, was soll's ich. Ruf mal nochmal Hawk. Das gehen wir doch nicht zu Fuß, wenn wir die Option haben zu fliegen. Ja, was für ein braves Tier. Was für ein braves Tier. So, ich glaube, wir müssen runter. Hawk scheint ja nicht immun zu sein. Aber ein Glück sind wir's. Und anscheinend nehmen wir bis jetzt keinen Schaden. Ah. Jetzt sind wir offensichtlich erst im Giftgas. Aber wir nehmen trotzdem keinen Schaden. O'Cool hat was richtig gemacht. A cage. Ein Käfig. Mal hier irgendwie geschickt hoch. Hallo? Ah, ich sehe, wo das Spiel will, dass wir lang gehen. Dann können wir dem hier ein bisschen Folge leisten. Sieht hier aber alles so toxisch aus. Wie? Na. Na komm, gibt's hier keinen Kletterpfad oder sowas? Vielleicht eher von der Seite, aber ich schätze, wir müssen irgendwie da raufkommen. Kann ja nicht so kompliziert sein. Ansonsten müssen wir Hawk halt irgendwie eine Sauerstoffmaske umbinden und dann klappt das auch. Na gut. Ich schätze mal, wir folgen einfach den Felsen hier. Bis zu einem sehr kleinen Felsen, wo wir raufkommen. Oder vielleicht haben sie wieder diese Trampolin-Dinger irgendwo. Wir schauen mal nach. Trampolin-Dinger sehe ich jetzt gar nicht. Oh, was bist du denn für ein Ding? Ah, du bist ein iPhone. Jetzt weiß ich, was das ist. Ja, das sieht doch hier richtiger aus. Und von dort können wir nichts machen. Sehr gut. Ich würde aber tatsächlich sagen, das reicht schon wieder für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.